Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Rechts oben steht Dauerwerbesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemandem finanziert, unterstützt oder was auch immer. Neue Woche, neues GTA 5 Zeitrennen. Diese Woche haben wir das Zeitrennen Flughafen von Los Santos mit einer Zeitvorgabe von 1:43.400. Ja, dann wollen wir uns mal die Strecke angucken. Das Ziel ist relativ weit oben, genau. Ja, jetzt zeige ich euch kurz mal eine Abkürzung. Wer das sehen will, kann Pause machen. Wir starten das Ganze jetzt mal. So, hier müsst ihr darauf achten. Hier könnt ihr schnell vom Motorrad fallen. Schön langsam hier runterfahren. Kostet zwar Zeit, aber sicher ist sicher. Ich fahre mit der Hakuchi Drag komplett aufgetunt. Wir müssen hier unter der Unterführung durch. Fahrt genauso wie ich, sonst stürzt ihr da mehrmals. Kann ich euch versprechen. Ja, und jetzt sind wir im Prinzip schon auf dem ganz normalen Streckenverlauf, der uns vorgegeben wird, und da gibt es endlich nichts mehr großartig abzukürzen. Fahrt dann einfach genauso wie ich, aber natürlich besser als ich. Ja, ich war halt nicht der Schnellste. Ich habe hin und wieder mal hier und da Zeit verschenkt, und ja, macht es einfach besser. Und dann schaffen tut ihr es so oder so. Wenn ihr Kutsche und Rack nehmt, ihr schafft es auch mit der Shotaro, mit der Wati geht das garantiert auch, aber. Das war mir zu aufwendig. Ich habe es 4, 5 Mal versucht und jedes Mal nach einem Neustart startest du hier unten irgendwo neben dem ganzen Parkhaus und musst die ganzen 5 oder 6 Etagen wieder hochfahren. Da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann habe ich die Akutsche genommen und mit der bin ich immer gestürzt beim Runterfallen, weil ich zu schnell war. Und beim zweiten Mal hat es dann gleich geklappt. Also, zweiter Versuch quasi hier hat es dann gleich geklappt. Aber hier ist im Prinzip relativ chillig. Einfach mit Vollgas durchfahren die ganze Zeit. Ist eigentlich nur der Gegenverkehr oder so, oder der Querverkehr, wohl eher gesagt, der euch richtig auf die Nerven gehen kann, oder irgendwelche abbiegenden Autos, was genauso nervt. Ah, hier könnt ihr komplett durchheizen, also. Ist relativ chillig mit einem richtigen Motorrad, ich habe keine Ahnung, es geht bestimmt auch mit irgendeinem Auto. Schreibt es einfach runter, mit was ihr gefahren seid, wie lange ihr gebraucht habt und wie viele Versuche und so. Ja. So, da sind wir jetzt gleich hier am Ziel. Also, wie gesagt, ihr seht gleich meine Zeit. Ich bin extrem schlecht gefahren. So, 1:43.083, also gerade so geschafft das ganze Rennen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, Anregungen und Kritiken in die Kommentare. Like und Abo nicht vergessen. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis später.